Wahlmüdigkeit. 40 Parteien. Ein Heer von Nichtwählern. Ah ja. Natürlich. Ein Grund für uns. Wir sind ausgeschlafen hier bei Weltbeben 2020. Die 1,50 Meter News stehen ganz im Zeichen der Bundestagswahl 2021. Wir sind vor Ort. Die großen Kandidatinnen und Kandidaten, die sind auf den großen Kanälen, die sind in den großen Fernsehsendungen, das Triell, der Vierkampf, wie das alles heißt. Von daher, wir bei Weltbeben 2020 schauen hinter die Kulissen, gehen auch mal an die kleinen Kandidaten und Kandidatinnen ran, schauen hier vor Ort und wir hatten Gelegenheit, mit der Direktkandidatin Frau Brigitte Meier-Simon von der Partei Die Basis für den Main-Kinzig-Kreis zu sprechen, hier direkt vor Ort. Was sind Ihre ganz persönlichen Ansichten? Was gedenkt sie zu tun, wenn sie in den Bundestag einziehen sollte? Was passiert nachher mit der Partei Die Basis als solches? Wohin soll die Reise gehen? Von da interessante Auskünfte von ihr hier bei uns bei Weltbeben 2020. Die Sendung startet jetzt. Also, herzlich willkommen hier bei uns bei Weltbeben 2020. Ich bin heute hier in Wächtersbach bei einer Wahlkampfveranstaltung von der Partei Die Basis. Hat mich einfach mal interessiert. Das ist eine neue Partei. Ich habe jetzt hier die Direktkandidatin für den Wahlkreis 175 Richtig, ja. da, die Frau Brigitte Simon. Meier-Simon. Genau so ist es. Herzlich willkommen. Dankeschön, freue mich, Was, ja. ja, schön. Ich aber auch, was uns generell mal interessiert, Sie treten hier auf, kandidieren jetzt für die Bundestagswahl. Spannend. Spannend. Ich habe jetzt die Tage mal irgendwie was gelesen, naja, die diesjährige Wahl wäre so wie Schrottwichteln. Wäre was bitte? Wie Schrottwichteln, was man von der Weihnachtszeit her kennt. Was ändert die Basis daran, dass der Wähler offensichtlich, der ja da vielleicht doch den Eindruck hat, ich weiß gar nicht, was ich kriege, aber nichts Gescheites ist es irgendwie, das ist ja so der Hintergrund. Was ist bei der Basis anders? Also sagen wir mal so, den Schuh muss man vielleicht umdrehen, denn die Basis gibt es ja nur, weil die Dinge so sind, wie sie sind. Wir kommen ja nicht einfach so dazu, zu den etablierten Parteien, denken, ach na ja, mal gucken, wir haben die Idee und die Idee, mal sehen, was daraus wird, sondern wir kommen aus dieser ganzen Situation und zwar seit einem Jahr. Wir haben uns vor einem Jahr gegründet. Wir haben inzwischen irgendwo zwischen 27.000 und 30.000 Mitglieder und steigt exponentiell auch an. Und für uns ist das eine ganz wichtige Wahl, weil wir der Meinung sind, es wird sich jetzt einfach weisen, inwiefern und inwieweit die Menschen in ihren Hirnen und Herzen die freiheitliche Demokratie oder die Idee der freiheitlichen Demokratie verankert haben. Wir können niemanden umdrehen, wir wollen auch nicht missionieren. Wir wollen einfach ein Angebot machen. Wir bieten an, die versprengten Schafe zu sammeln, die es ja überall gibt, die ratlos sind, die verzweifelt sind, die spüren, dass hier was ganz, ganz, ganz schief läuft. Und wir bieten einfach jetzt die Plattform und sagen, kommt zu uns, wir müssen uns zusammenschließen und ja, einfach unsere Ziele deutlich machen. Und dann wird man am 26. September sehen, was daraus wird. Ja, die Parteienlandschaft hat sich ja in der Tat in den letzten Jahren eigentlich schon, also nicht erst jetzt im letzten Jahr, wo das massiv geworden ist, aber über die letzten Jahre hinweg, ja doch sehr, sehr stark zersplittert. Parallelen zur Geschichte sind da irgendwie auch zu erkennen. Gerade diese Zersplitterung hat ja immer wieder zu Schwierigkeiten geführt oder zumindest, eben zumindest das Regieren nicht einfach gemacht und die Führung eines Landes auch nicht einfach gemacht. Sie sagen jetzt ja das ist ja heute eine ganz große Herausforderung, weil gerade die Gesellschaft eben sehr stark ja gespalten ist durch, ja, einmal natürlich die gesundheitlichen Themen, epidemische Lage, die im Prinzip nach Gusto verlängert wird, wie es gerade aussieht, wo im Prinzip die regierenden Parteien ja zumindest in eigener Regie trotzdem das verlängern. Was würde sich aus Ihrer Sicht an der Situation ändern? Oder wie stehen Sie generell zu diesem ganzen Gesundheitsaspekt, der da gerade ja die Menschen, glaube ich, primär interessiert? Ja, man muss ja auch sehen, es haben sich 40 Parteien zur Bundestagswahl angemeldet. Warum haben sich so viele Parteien angemeldet? Das müsste ja eigentlich sämtliche Alarmglocken zum Schrillen bringen bei den etablierten Parteien.
dass ganz, ganz viele Menschen offensichtlich nicht mit dem zufrieden sind, was politisch geboten wird. Und wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir finden, und das ist eben unser ganz großes Ding, dass wir als freie Bürger in einem freien Land leben wollen. Wir können es uns nicht anders vorstellen. Ich gehöre zu einer Generation, ich bin 57 geboren und ich habe in meinem Leben bisher nur Freiheit kennengelernt. Und ich hätte mir nie träumen lassen, niemals in einem Deutschland aufzuwachen, wo ich mich fragen muss, was darf ich noch? Wer sagt mir, was ich zu tun habe? Wer sagt mir, was ich zu lassen habe? Ich komme mir degradiert vor, ja, in so einen Kinderstatus. Und das kann es überhaupt nicht sein. Das Grundgesetz, also mit dem Grundgesetz wird einfach mal umgegangen, wie man will. Es werden die Grundgesetze einkassiert, es werden sie vielleicht wieder gelockert, gegeben. Also da hat sich eine Hybris gebildet, eine Selbstüberhebung in der Politik, die so unfassbar ist, dass mir jeden Morgen und Abend und eigentlich 24 Stunden am Tag der Atem stillsteht, was hier abgeht. Und die Basis, ja, wir können einfach nur das Angebot machen, dass wir das nicht wollen und dass wir mithelfen, das wieder zu ändern. Wir können niemanden zwingen, uns zu wählen. Und ich denke mal, es hat sich bei uns schon auch nicht nur jetzt die Corona-Politik etabliert, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr Themen. Es gibt den Klimawandel, die Energiewende, Migration ist ein Thema. Es gibt ganz, ganz viele Themen wie Erziehung, die Bildung. Und das schreiben wir alles schon auf unsere Fahnen. Also wir sind jetzt nicht einfach eine Corona-Partei und schon gar nicht eine Corona-Leugner-Partei. Und wir wollen ein menschliches und umsichtiges Gesundheitssystem, wo auch die Heilpraktikerberufe, wo Therapien auch mit dabei sind und auch anerkannt werden, die jetzt eben, die im Moment noch etwas unter den Tisch gekehrt werden. Also es kommt mir jetzt ganz persönlich besonders darauf auch an und das ist meine ganz große Agenda. Ich bin jetzt nicht angetreten mit fertigen Rezepten, das will ich auch überhaupt gar nicht. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in einen Zustand zurückkommen oder vielleicht auch erstmal dahin kommen, alle auf Augenhöhe miteinander zu reden, miteinander zu diskutieren und zwar 360 Grad rundum. Und zwar ohne Diffamierung, ohne Ausgrenzung und ohne Alternativlosigkeiten. Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Und bevor wir diesen Zustand nicht wieder erreicht haben, müssen wir kaum mit Programmen kommen, denn wir leben in einer Alternativlosigkeit, Kritiklosigkeit. Das ist in den Herzen so weit drin, dass es ganz schwer ist, im Grunde die Leute dazu zu kriegen, ehrlich ihre Meinung zu sagen. Und wir als Basis, deswegen heißen wir eben auch Basis, wollen, dass von unten die Ideen kommen, dass wir alle miteinander reden und selbst die größten Kontroversen trennen uns nicht, sondern wir suchen dann Konsens und wir suchen zusammen den besten Weg. Und da wird niemand ausgegrenzt. Jeder kann frei seine Meinung äußern und sagen, Mensch, ich habe aber die Idee. Ich finde es so besser. Und der Nächste sagt, ja, eigentlich hatte ich mir das so gedacht. Meinst du wirklich, das wäre gut so? Und so kommen wir in die Diskussion. Und das ist das Wichtigste, was passieren muss. Wir müssen bei allen Themen wieder in die Diskussion kommen. Und das ist meine ganz große Agenda. Gut, dafür ist ja im Prinzip der Bundestag als solches schon eine Plattform mit seinem Debattenraum, so stellt er sich ja erstmal dar. Leider wenn nicht gerade gegrölt wird. Wenn nicht gerade gegrölt wird, das ist genau das, wo auch ich als Bürger, im Übrigen bin ich ja auch Wähler in 3 Wochen, schon wahrnehme. Zwei Wochen sogar schon bloß noch, okay. Aber wo ich einfach auch wahrnehme, ja, das ist irgendwie ein Umgang, den man sich im privaten Raum auch nicht unbedingt wünschen würde. Ja. Ja, egal, ob jetzt eine Meinung mir gerade zusagt oder nicht oder wie ich dazu überhaupt stehe, erscheint es mir einfach in irgendeiner Form komisch. Warum glauben Sie jetzt ganz persönlich, als einzelner Mensch, dass Sie es gerade besser können als die, die heute schon da sitzen? Ich glaube eben nicht, dass ich es besser kann. Ich kann nur das tun, was ich von mir aus meine, tun zu können. Und ob das gut ist oder nicht gut genug, das müssen dann mal andere entscheiden.
Ich kann nur das anbieten, was ich selber fühle und was ich vielleicht selber anders machen würde. Ich kann ins Gespräch kommen mit den Menschen. Ich gehöre eben nicht zu denjenigen, die sich dann in den Bundestag setzen und andere auskrölen und blockieren und buhrufen und nicht ausreden lassen, weil sie nicht meiner Agenda oder meinen Ideen entsprechen, sondern ich höre jedem zu. Ob das die Linken sind, also die Roten, Grünen, was weiß ich, wer sonst noch alles da ist. Ich höre zu und ich grenze niemanden aus. Und ich finde, wir müssen zusammenarbeiten und zusammenreden. Und das ist die ganz, ganz große Agenda und von der sind wir ganz, ganz weit entfernt. Ich will nicht von mir behaupten, dass ich irgendwas besser kann. Ich mache einfach nur das, was ich im Herzen spüre und in meinem Kopf spüre und in meinem Verstand spüre. Das bringe ich in die Welt, das sage ich laut und deutlich und ich lasse mir das auch von niemandem verbieten. Ich muss mich dafür auch nicht rechtfertigen. Ich stehe dazu, ganz offen. Ja, und dann müssen die anderen eben mal gucken, was sie damit anfangen. Ja, auch das gehört zur Demokratie. Zum einen natürlich sich einbringen, zum anderen aushalten können. Das ist genau das Ding. Ja, von da viel Erfolg auf jeden Fall auf dem Weg. Diese ganz konkrete Ansprache, das interessiert mich noch mal ein bisschen. Wir sind jetzt hier eben in Wächtersbach, in einer Kleinstadt, im Main-Kinzig-Kreis. Ein bisschen Zuspruch ist da, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass jetzt der normale Bürger jetzt unbedingt einfach irgendwo daherkommt. Wie ist so Ihre Wahrnehmung interessenmäßig jetzt nicht nur für die Basis, aber auch generell bekommen Sie jetzt von ich nenne es jetzt mal von der Konkurrenz, von anderen Parteien irgendwie tatsächlich die Chance, jetzt schon ins Gespräch zu kommen? Oder ist das eh was, wo man sagt, nö, das würde erst passieren, wenn die Wahlen mal durch sind, wenn sie überhaupt mit im Spiel sind, nenne ich es mal so etwas platt ausgedrückt? Also es kommt niemand auf uns zu. Das ist ganz klar, weil wir eine Konkurrenz darstellen für das etablierte Gebilde, für das etablierte System. Das ist ganz klar. Wir haben unsere Stände nun seit Mitte August und wir führen das fort bis einen Tag vor der Wahl, am 25. September. Jedes Wochenende sind wir in einer anderen Stadt. Wir haben sehr viel Zuspruch. Es kommen immer wieder ganz interessante Menschen an unsere Stände und wir haben ganz tolle Unterhaltungen. Ab und zu kommt mal jemand vorbeigeschneit, der jetzt uns nicht so ganz freundlich gesinnt ist. Aber das kommt wirklich nur ganz, ganz selten vor. Und wir spüren schon, dass Bedarf ist. Mhm. Es ist Bedarf für uns, da sind wir ganz sicher. Mhm. Von den anderen Parteien, wie gesagt, kommt niemand auf uns zu. Und wir gucken jetzt einfach, was am 26. passiert. Wir können uns dann jedenfalls sagen, wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um aufzuklären. Und dann muss der Wähler einfach entscheiden. Genau, hoffen wir, dass er gut entscheidet. Das hoffen wir alle, genau. Gerade der Kritiker oder überhaupt Kritik ist ja eigentlich immer auch was einen weiterbringt. Das ist häufig nicht unbedingt angenehm für den Einzelnen, aber es bringt dann immer weiter. Jetzt sagen Sie selber, Kritiker kommen natürlich auch an Ihre Stände. Sie stehen für die Wiederherstellung, für die vollumfängliche Einsetzung des Grundgesetzes, der Grundrechte, die ja unabdingbar sind. Also eine ganz klare Geschichte, wo ich jetzt einfach behaupte, nach fast 80 Jahren Demokratie in Deutschland sollte eigentlich jeder daran interessiert sein, dass die Grundrechte das Maß der Dinge sind oder dass die einfach eben genauso, wie sie sind, unabdingbar da sind. Worin besteht denn dann ganz konkret die Kritik an Ihnen, an der Basis als solches? Was bewegt genau diese Kritiker und was antworten Sie denen halt letzten Endes? Da kommen wir auf das zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir leben im Grunde inzwischen in einer Art Scheindemokratie. Die Menschen überlegen sich ganz genau, was sie sagen, weil sie möglicherweise ein Problem bekommen mit ihrer Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, in den Freundschaften, an der Arbeitsstelle. Wir haben das unzählige Male jetzt schon erlebt, dass Ärzte ganz große Probleme bekommen haben, dass Richter ganz große Probleme bekommen haben. Das ist ja nichts, was jetzt seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren vom Himmel gefallen wäre. Das entwickelt sich ja schon länger mit Alternativlosigkeiten. Es gibt den Mainstream und irgendwann ist jeder so gepolt, dass er sich da einfach durchschlängelt und sagt, okay, wie komme ich denn am leichtesten durch? Ich habe noch ein Leben vor mir, ich habe eine Familie zu ernähren. Wie schaffe ich es, dass ich da nicht ruiniert werde, indem ich einfach zu unvorsichtig meine Meinung äußere? Und das ist natürlich das große Problem und das ist eben auch der alleinige Grund letztendlich, weshalb es uns gibt, weil es Millionen Menschen in diesem Land gibt,
die das nicht wollen und die das auch nicht länger akzeptieren wollen und die sich dann so allmählich zusammenschließen. Und Kritikern antworte ich im Grunde sehr, sehr wenig. Es muss jeder selbst seine eigene Meinung bilden. Und wer uns kritisch sieht, muss sich fragen, warum er uns kritisch sieht. Er sollte sich mit unseren Argumenten auseinandersetzen. Nicht einfach nur die Basis, weil so und so und so, sondern er sollte sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Und dann wird er merken, dass unsere Argumente stimmig sind, dass sie bedenkenswert und überdenkenswert sind und überlegenswert. Und dann sollte er einfach mit uns ins Gespräch kommen, anstatt uns einfach zur Seite zu schieben, zu diffamieren, auszugrenzen. Naja, das, was heute ganz normal ist. Mhm. Ja, und wenn dann jemand auf diese Weise mit uns ins Gespräch kommt, dann freuen wir uns riesig auf die Diskussion. Ja, ich denke, das ist ein gutes, fast schon Schlusswort. Von daher, ja, gerade Alternative, ich meine, es gibt eine Konkurrenzpartei, die hat sogar die Alternative in ihrem Namen stehen. Eigentlich schlimm, dass sowas heute auch schon irgendwie dann sofort mit negativ behaftet ist, egal wie man politisch zu Sachen steht. Ja. Aber Alternativlosigkeit, ja, eine Gesellschaft, die in Alternativlosigkeit lebt, ist ja an und für sich verloren, weil es mit Vollgas in eine Richtung geht. Und selbst wenn die falsch ist, lässt sich dann nichts mehr aufhalten. Genau. Also von da hätte ich sogar erwartet, dass gerade die Kritiker oder generell einfach Menschen natürlich sich zumindest erstmal informieren, wie Alternativen sind. Man kann immer noch sagen, okay, passt nicht zu mir, ist nicht mein Modell, ist irgendwie nicht stimmig, ist klar. Aber genau dieses eben nicht miteinander reden, das ist was ganz Schlimmes. Von da, wir haben hier auch immer noch mal so eine Schlussszene und die will ich auch Ihnen so einfach geben, so die Überraschungsfrage nenne ich es mal. Wir nehmen mal an, Weltbeben würde jetzt für die ganze Welt senden. Ohlala. Global. Mhm. Und das wäre Ihre Kamera, tatsächlich eine Botschaft rauszugeben. Was haben Sie der Menschheit als solches sogar mitzuteilen? Also ich würde der Menschheit mitteilen, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, sich 360 Grad rundum zu informieren, um dann eine echte und wirkliche Wahl zu haben. Niemals sich nur einseitig informieren. Dann ist man der Katze, wie man so schön sagt. Ja, das hoffe ich und das wünsche ich ja, der Weltbevölkerung, dass sie sich nichts überstülpen lässt, sondern dass sie hinterfragt, immer hinterfragt, nie irgendetwas einfach schluckt, was hier vorgesetzt wird. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dankeschön. Danke. Ja, von daher viel Erfolg für die Wahl. Dankeschön, Holger. Es würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit wiedersehen. Dann vielleicht schon im neuen Amt. Kommen sogar nach Berlin im Bundestag, wenn es sein muss. Ja? Und von daher, ja, viel Erfolg dann in 2 Wochen. Ich habe es mir gelernt. Ja. Vielen Dank, Holger, für das Interview. Gern. Und alles Gute für euch da draußen. Danke und tschüss. Auch dieses Video wieder ein schönes Stück Medienarbeit, lokal, regional. Von daher interessante Einblicke in die Ideen, die da neu in den Bundestag vielleicht kommen sollen. Und wenn es diesmal nicht klappt, ja, mal schauen, wann die nächste Bundestagswahl ist. In der heutigen schnelllebigen Zeit geht es sehr fix. An dieser Stelle einfach auch mal ein herzliches Dankeschön an unsere Unterstützer. Wir haben uns in den letzten Tagen sehr darüber gefreut, dass wir Unterstützung bekommen haben. Erstmals auch aus Personenkreisen, die wir überhaupt nicht kennen. Von daher nutzen wir einfach die Möglichkeiten, die wir haben. Vielen, vielen Dank an euch und euch und euch. Ihr seid spitze. Wir können es gut gebrauchen. Wir haben es schon wieder investiert, ganz klar. Bei uns liegt es nicht rum für irgendwas, sondern wir investieren in unsere Ausstattung. Wir investieren natürlich in unsere ganze Arbeit, einfach um besser zu werden. Und wir versprechen euch, jeder Euro ist gut investiert. Wir werden weiterhin gute Sendungen machen. Es ist uns ein Ansporn und es ist auch immer wieder Motivation. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch ganz klar, das haben wir gespürt, unsere Videos natürlich anklicken, teilen, liken, abonnieren und denkt einfach an den WhatsApp-Status. Ich habe es letztens gesagt. Gute Idee, damit verbreiten wir diese Informationen und natürlich auch andere. Von daher bleibt uns treu, bis zu unserer nächsten Sendung. Macht's gut! Wir sind doch hier nur Aliens.
gehören gar nicht her. All die Beschränkungen. Was geht ab, liebe Freunde der Freiheit? Fühlt ihr euch auch seit geraumer Zeit wie Fremdkörper auf dieser Welt? Als wärt ihr irgendwelche Außerirdische von einem fremden Planeten? Dann wird's Zeit, meine neue Single Aliens abzuchecken. Der Song ist auf allen bekannten Plattformen verfügbar und geht durch das Musikvideo auf ZensurTube und über meine Website. Also lasst uns die Erde zurückholen.